Eine Transition in CSS ist eine Animation, meist eine kurze Animation, die durch eine Interaktion ausgelöst wird. Als Beispiel gibt es hier diesen grünen Button. Wenn ich den Cursor darauf bewege, dann kommt dieser Button mir entgegen. Es scheint zumindest so, er verändert seine Position und er kriegt einen Schatten. Er wird auch ein klein bisschen heller. Und wenn ich klicke, dann scheint er sich ein klein wenig abzusenken und die Farbe ändert sich noch einmal. Wenn ich aufhöre zu klicken, dann wird es wieder hellgrün und kommt wieder nach oben. Und wenn ich den Cursor wegbewege, dann wird das wieder rückwärts abgespielt und sieht wieder so aus wie zu Beginn. Das ist eine typische Transition. Es ist eine Art Auszeichnung durch Bewegung, die den Eindruck unterstützt, dass ein Element interaktiv ist, dass sich hier irgendeine Funktion verbirgt, zum Beispiel, dass ich etwas anklicken kann. Wenn du möchtest, kannst du den Text auf der linken Seite abschreiben und das einmal ausprobieren. Die meisten Eigenschaften im Stylesheet dienen nur dazu, diesen Button irgendwie zu gestalten. Es ist alles nur Style. Was du effektiv brauchst, sind Zeile 23 und 24. Das sind die Zeilen, die die Animation herstellen. Und dazu brauchst du vor allem diesen Block auf Zeile 26. Das beschreibt den Zustand, wenn der Cursor über dem Button liegt. Und das ab Zeile 31, das ist dann, wenn geklickt wird. Also Doppelpunkt Active, das heißt, es wird geklickt, und Doppelpunkt Hover heißt, der Cursor befindet sich über dem Element. Ich lösche das jetzt alles und werde es Stück für Stück wieder aufbauen. Ich bin hier schon auf Zeile 11, weil ich oben ein kleines Inhaltsverzeichnis habe. Das sind so die Eigenschaften in CSS, die ich hier verwende. Transition ist effektiv nur, sind nur diese drei. Und dazu Transform, das ist auch noch wichtig. Da geht es darum, wie sich das bewegt. Hover und Active, das sind die Zusätze zum Selektor, die für das, wie schon gesagt, das Klicken und der Cursor über dem Element stehen. Und Inline-Block und Pointer, das hat überhaupt nichts mit dem Ganzen zu tun, das ist dann rein Styling. Jetzt habe ich hier als Markup einfach einen Div, nur ein Div-Element. Es ist also nicht ein spezielles Button-Element, sondern es ist dieser das Div-Element, das allergewöhnlichste aller HTML-Elemente mit dem Text Click Me darin, und es gibt eine Klasse MyButton, damit ich das zielgerichtet ansprechen kann in meinem Stylesheet, weil meist gibt es ja sehr viele Div, damit ich eines habe, das wirklich ich für Knöpfe verwenden kann. Und vielleicht noch als Fußnote, es gibt effektiv ein HTML-Element namens Button. Und das stellt so eine graue Fläche mit einem kleinen Rand darum her. Und solche Buttons, die haben schon so Grundfunktionalitäten wie Auszeichnung des Klicks durch Verdunklung der Farbe, oder auch wenn ich den Hover mache, dann wird es etwas dunkler. Der Button ist aber ein sehr spezielles Element, das eigentlich nur zusammen mit Formularelementen verwendet wird. Also hier zum Beispiel, ich habe es vorhin schon einmal verwendet, da steht schon Text drin. Wenn ich ein Texteingabefeld hätte, wo ich eine E-Mail-Adresse erfassen kann und das dann abschicken kann, um zum Beispiel einen Newsletter zu abonnieren, das wird dann mit so einem Button hergestellt, mit so einem Button-Element. Und solche Formulare, die brauchen dann auch zusätzliche Programmierung, entweder mit PHP oder mit JavaScript, um eine Verbindung zum Server herstellen, wo dann diese E-Mail-Adresse hingeschickt wird zum Beispiel.
Das ist also ein spezifisches Formularelement dieser Button. Und wenn Frontend-EntwicklerInnen von einem Button sprechen, meinen sie nicht unbedingt das, sondern in der Regel ist es eben so ein generisches Ding, ein Div oder ein Link oder irgendetwas, das durch Styling so gestaltet wird, dass es aussieht wie ein Button. Also ein Button ist in HTML nicht immer ein Button. Jetzt spreche ich das mit der Klasse an. Ich schreibe einen Punkt, myButton, und dann färbe ich es mal ein und schaue, funktioniert es? Es funktioniert und offensichtlich ist es jetzt viel zu breit. Und in diesem Kontext macht es am meisten Sinn, wenn ich die Breite so einstelle, dass es sich am Inhalt orientiert. Und es gibt einen einfachen Trick. Ich schalte hier von Display Block und ein Blockelement haben wir gelernt, das füllt die ganze Spalte. Ich schalte hier um auf Inline Block. Das ist eine spezielle Art von Blockelement, die eben nicht die ganze Spalte füllt, aber sich sonst ähnlich verhält. Ich erkläre mal nicht zu viel dazu. Es reicht, wenn du so viel weißt. Es gibt dann so noch einige Details zum Thema Block, Inline-Block und Inline. Display kann ja auch Grid und Flex sein, aber ich lasse es mal so, ohne ins Detail zu gehen. Und dann kann ich ein Padding angeben. Vielleicht gebe ich zuerst noch die Schriftgröße an. Mal etwas größer. Und das Padding schreibe ich von meinem Papier ab, das ich vorhin ausgedruckt habe. Es ist nicht so, dass ich das intuitiv weiß, wie das sein sollte, sondern ich habe es vorhin etwas ausprobiert. Und dann möchte ich runde Kanten. Das machst du mit Border Radius. Dann eine weiße Hintergrundfarbe. Und vielleicht möchte ich noch für mein ganzes Dokument eine serifenlose Schrift aktivieren. Ungefähr so. Und dann muss ich den Zielzustand formulieren. Und dazu schreibe ich noch einmal den gleichen Selektor, myButton und hover, Doppelpunkt hover. Alles, was mit Doppelpunkt beginnt in CSS, wird als Pseudoklasse bezeichnet. Also alles, was auf Selektorseite mit Doppelpunkt beginnt, das bezeichnet einen Zustand. Also Doppelpunkt hover heißt der Selektor, hier myButton, wenn der Cursor darüber ist. Und jetzt probiere ich das aus. Wenn ich den Cursor darüber bewege, wird er blau. Also es gelten immer noch diese Regeln, die ich hier oben formuliert habe. Aber wenn der Cursor darüber liegt, wird die Hintergrundfarbe, die vorher rot war, das wird jetzt überschrieben mit Hintergrundfarbe blau. Also können wir sagen, dass die Regeln, die hier unten formuliert werden, die gelten zusätzlich unter bestimmten Umständen, nämlich je nach Position des Cursors. Und dann kann ich noch sagen, myButton, Doppelpunkt Active und diese Pseudoklasse bedeutet das Klicken. Und hier kann ich dann die Hintergrundfarbe noch einmal ändern. Ich schreibe nur Background und nicht Background Color. Und dann sage ich mal Yellow. Und wenn ich es jetzt anklicke, wird es gelb. Und jetzt ist dieser Cursor ist nicht besonders schön. Das ist hier das Textauswahl-Ding. Und da ist es der Pfeil. Auch das möchte ich ändern. Und weil es ein Button ist, soll hier das Mickey-Maus-Händchen erscheinen, das mir aus Gewohnheit verdeutlicht, dass es sich um ein interaktives Element handelt. Jetzt siehst du, dass der Cursor sich hier zu diesem weißen Mickey Maus Handschuh wandelt.
So, also alle diese Veränderungen bis jetzt, das ist, geschieht unmittelbar, ohne Animation, ohne Verzögerung. Jetzt kann ich noch die Verschiebung machen. Dazu verwende ich die Eigenschaft Transform. Und diese Eigenschaft hat ganz viele möglichen Werte. Also eine Verschiebung, das beschreibe ich mit Translate. Es gibt auch Rotation, Verzerrung, Skalierung. Ich schreibe zuerst mal diese Verschiebung. Translate X bedeutet auf der X-Achse und dann gebe ich einen Wert an, zum Beispiel 10 Pixel. Wenn ich jetzt Hover mache, dann springt das nach rechts. Und wenn ich jetzt hier noch eine Rotation angeben möchte, dann würde ich das ohne Komma hinten dran schreiben und dann einen bestimmten Winkel, 15 Grad zum Beispiel. Und jetzt siehst du, das ist zusätzlich noch rotiert. Aber ich lasse es mal jetzt bei der Verschiebung auf der X-Achse. Lasse es damit bewenden, damit es nicht zu wild wird. Nur noch als Bemerkung: Transform ist besonders geeignet für solche Animationen, weil es fast keine Performance verbraucht. Also eine Veränderung des Zustands, der abgebildet werden soll im Browser, das muss normalerweise ausgerechnet werden durch die Software und das braucht dann Arbeitsspeicher und kann dann dazu führen, dass der Ventilator zu blasen beginnt, dass das Gerät sich aufheizt. Und auf einer Website ist es generell nicht so gewünscht, dass das irgendwie viel Rechenpower verschlingt. Aber Transform, das kann durch die Grafikkarte, durch die Hardware ausgerechnet werden und das belastet den Arbeitsspeicher nicht. Ich bin nicht ganz sicher, wie es mit der Hintergrundfarbe ist. Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Da erlaube ich mir, das auch noch zu animieren. Und auch der Ebenenschatten ist wahrscheinlich Arbeitsspeicher, Fresser. Aber ich mache es jetzt trotzdem, weil es so ein schöner Effekt ist. Schreibe Box Shadow. Und dort schreibst du zuerst auf der horizontalen, da sage ich minus 2 Pixel Schatten nach links, 4 Pixel Schatten nach unten und dann soll das noch etwas schummrig sein, eine Unschärfe von 4 Pixeln. Und hier verwende ich als Farbe RGBA. A heißt Alpha, also die Deckkraft. RGB Schwarz ist einfach 000. Und der Alpha-Kanal 0,5 heißt 50%. Und das gibt mir dann so einen Schatten. Und jetzt nehme ich diese zwei Eigenschaften, copy-paste sie nach unten. Da verändere ich die Verschiebung auf der X-Achse und nehme sie etwas nach unten, sage 8 Pixel statt 10. Und diese Werte des Schattens, die halbiere ich. Und dann sollte ich hier einen kleinen Unterschied haben, wenn ich das anklicke, dass die Verschiebung und der Schatten nicht ganz so ausgeprägt sind. Und das soll dann so aussehen, wie wenn der Knopf ein klein wenig nach unten gedrückt würde. Dieser Box Shadow übrigens, das ist ja ziemlich kompliziert, diese ganze Kette von Werten, das kann ich nicht auswendig. So etwas schaue ich immer nach. Ich suche dann Box Shadow Generator zum Beispiel oder ich schaue es bei MDN nach. Es gibt viele Websites, wo du so mit Schiebreglern den Schatten einstellen kannst. Du siehst dann so eine Vorschau da unten. Und da gibt es dann so eine Zeile, die du in dein Stylesheet hinein copy-pasten kannst. Also das ist nichts, was Leute auswendig können. Und jetzt, das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist die Transition und die Farbe. Ich mache jetzt noch zuerst die Farbe und zwar hat hier Background Blue und auf Zeile 18 Background Red. Ich möchte nicht einen roten Hintergrund, ich will einen grünen Knopf. Und hier in diesem Kontext bietet es sich an, mit HSL zu arbeiten. RGB ist nicht besonders intuitiv.
da die Farbmischungen abzuschätzen. HSL geht sehr gut, weil HSL, das ist ein Farbraum, der den Farbenkreis abbildet. Und du musst hier einen Wert zwischen 0 und 360 wählen. Und dann bewegst du dich auf dem Farbkreis. 0 ist rot und dann geht es über gelb, orange zu grün, türkis, blau, dunkelblau, violett, rot, violett, purpur und dann bist du wieder bei rot. Also 0 ist das gleiche wie 360, das ist rot. Und dann gibt es einen zweiten Wert, das ist die Sättigung. Wenn du sagst 100%, dann ist das die intensivste Farbe. Und das dritte ist die Helligkeit. 50% ist neutrales Licht, dann hast du knallrot. Und jetzt ist 180 gegenüber auf dem Farbenkreis, ist dann die Komplementärfarbe dazu. Und 50 ist dann vielleicht orange oder gelb. Und wir wollen irgendwo in den 100er Raum, dort ist es dann grün. Irgendwie so etwas. Und das ist sehr intensiv, darum könnte ich die Intensität etwas reduzieren, vielleicht auf 70% zurückgehen. Und die Helligkeit, wenn ich da einen hohen Wert eingebe, dann wird es immer heller. Und wenn ich einen niedrigen Wert eingebe, dann wird es dunkler. Also da bleibe ich jetzt mal neutral bei 50. Und das Schöne an diesem HSL, das ist jetzt vielleicht etwas kompliziert auf Anhieb, aber das Schöne ist, dass es sehr einfach ist, ähnliche Farbwerte davon abzuleiten. Also wenn ich jetzt da unten statt blau die gleiche Farbe einfüge für den Hover-Zustand, dann kann ich mich anhand dieser drei Werte etwas vom ursprünglichen Wert wegbewegen. Wenn ich hier tiefer werde als 120, dann wird es gelber. Wenn ich höher werde als 120, dann wird es Schritt für Schritt immer blauer. Aber ich kann den gleichen Farbton beibehalten und die Sättigung etwas erhöhen. Und dann, wenn ich den Cursor darüber bewege, dann wird es ein bisschen intensiver, das Grün. Ich könnte es auch etwas heller machen. Es wird dann vielleicht etwas schlechter leserlich. Ich lasse es mal bei 50. Es ist sehr, sehr, sehr nahe am ursprünglichen Wert. Vielleicht kann ich am Farbwert noch etwas schieben. Und dann, wenn ich das jetzt noch nach unten kopiere, hier beim Active, dort kann ich vielleicht dann den Wert noch stärker verändern und auf 160 gehen. Dann komme ich stärker in den Blauraum. Und vielleicht nehme ich da die Helligkeit etwas zurück, damit es nicht zu hell wird, weil sonst wird es so cyanblau. Und jetzt, wenn ich es anklicke, habe ich so ein Petrolblau. Also für solche Dinge sind diese HSL-Farbwerte extrem nützlich, um so abgestufte Farbveränderungen zu generieren. Jetzt habe ich eigentlich alles, was ich vom Style her möchte für diesen Button. Jetzt möchte ich nur noch, dass ich flüssige Übergänge habe vom einen in den anderen Zustand. Und dazu brauche ich jetzt diese Transition-Eigenschaft. Und wenn ich das mal so stehen lasse und schaue, was der Texteditor einblendet, dann sehe ich, es gibt Transition alleine. Es gibt Transition Delay. Delay heißt Verzögerung. Transition Duration, das ist die Dauer. Transition Property, das ist die Frage, welche Eigenschaft soll hier animiert werden, auf was soll die Transition angewendet werden. Und das letzte ist die Transition Function, Transition Timing Function, pardon. Das ist eine Beschleunigung. Da ist die Frage, wie steigert sich oder wie reduziert sich ein Wert in diesem Zeitraum. Über die Animation geht das am Anfang schnell, am Ende langsam oder am Anfang langsam und am Ende schnell. Oder ist das eine lineare Bewegung? Also wenn ich das gar nicht angebe, dann ist es eine ganz konstante Veränderung. Und wenn ich Transition alleine schreibe, ohne Delay, Duration, Property oder Timing Function, dann sind es alle diese vier
Einzelangaben zusammengefasst in einem. Ich mache es jetzt einzeln und sage Duration. Das Minimum ist, dass ich sage, wie lange dauert es und welche Eigenschaften werden hier animiert. Und ich sage 0,3 Sekunden, das ist eine sehr kurze Bewegung. Jetzt habe ich schon etwas gesehen auf der rechten Seite. Es wird jetzt im Moment, immer wenn ich speichere, wird das Dokument neu gerendert. Und es wird dann alles, was ich bisher geschrieben habe, die Farbe, die Schriftgröße, das Padding, der Border Radius, all das wird jetzt irgendwie innerhalb 0,3 Sekunden animiert. Aber das ist nicht, was ich möchte. Ich will nicht, dass das beim Laden der Seite jetzt herumzuspringen beginnt, sondern ich will ganz genau angeben, welche Eigenschaften hier animiert werden sollen. Transition Property. Und da sage ich Background Transform und Box Shadow mit Komma getrennt. Warum das mit Kommas getrennt wird und wie diese Dinge geschrieben werden, das kannst du nachschlagen bei Mozilla Developer Network oder sonst wo. Ich weiß es auch nicht immer auswendig und ich schaue dann auch jeweils nach. Häufig ist es hier nur eine einzige Eigenschaft, die du hineinschreiben musst. Aber wenn es mehrere sind und du nicht mehr weißt, ob es ein Komma hat oder nicht, dann musst du es halt googeln. Ich mache es auch so. So, und jetzt, wenn ich darüber fahre, siehst du, dass es eine Bewegung gibt. Es schaltet nicht mehr einfach um, sondern alle diese Veränderungen in den Eigenschaften passieren innerhalb von 0,3 Sekunden. Wenn ich das hier ändere auf 3 Sekunden, dann geht es viel langsamer. Wenn ich jetzt drauf gehe, das ist ziemlich unerträglich. Also das Timing oder beziehungsweise die Dauer, die ist sehr relevant. Was weniger relevant ist, ist diese Timing-Function. Dort ist es möglich, eine Verzögerung anzugeben und das kannst du nachschlagen unter easings.net. Da gibt es eine Übersicht. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, eine Bewegung zu verzögern. Du kannst langsam beginnen, wie hier. Die horizontale ist die Zeitdauer und die vertikale ist jeweils die Änderung des Wertes. Also hier, wenn es flach ist, dann verändert sich das zu Beginn nicht und erst mit der Zeit. Also es beginnt langsam und wird dann schneller. Oder hier wird es erst gegen Ende flach, also gegen Ende verlangsamt. Oder es beginnt langsam und endet langsam. Es gibt hier auch immer so eine Bewegung, die verdeutlicht, wie das hier, was das für Bewegungen sind. Und wenn du das anklickst, kriegst du hier auch so eine Funktion, die eine Bézier-Kurve beschreibt. Und das kannst du dann copy-pasten und hier einfügen. Aber bei so einer kurzen Zeitdauer wie 0,3 Sekunden ist immer ein bisschen die Frage, wie relevant das ist. Darum lasse ich das hier eigentlich weg. So. Das ist eigentlich alles, was du wissen musst, um Transitions einzubauen. Es ist auch nicht immer nötig, hier so einen Button herzustellen. Häufig reicht es einfach, die Schriftgröße zu animieren oder eine Skalierung zu machen. Das könnte ich hier statt, ich habe ja vorhin eine Rotation genommen, ich könnte hier auch noch Scale 1,5, das ist dann 150% der Ursprungsgröße hineintun, dann kriege ich hier so einen Button, der noch wächst. Probiere es doch einmal aus, schlag vielleicht bei Mozilla Developer Network diese Transform-Eigenschaften nach, dann siehst du hier gibt es Übersetzung auf im Koordinatensystem, Skalierung, Rotation oder Verzerrung. All dies eignet sich sehr gut für diese Transitions.
Viel Spaß und bis bald.